Hallo und herzlich willkommen bei dem Format 360 Grad. Ich stelle mich heute in 10 Fragen und ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Felix, wer war der bislang härteste Verteidiger, gegen den du gespielt hast? Puh, schwierige Frage. Ich denke, das war Varane oder Pepe von Real. Das war schon in den jungen Jahren, sage ich mal. Okay, und wer war der verrückteste Mitspieler, mit dem du bislang gespielt hast und warum? Oh, verrückteste Mitspieler? Ich glaube, da gibt's viele. Ich glaube, bei der Darmstadt-Zeit war es Marcel Schuhen, würde ich sagen. Weil er auch schon ein großes Mundwerk hatte, sage ich mal. Und es war schon eine lustige Zeit. Und hier war es bestimmt dann Sven Michel. Vom ähnlichen Charakter her. Was wärst du geworden, wenn du keine Fußballerkarriere eingeschlagen hättest? Ich glaube, dann wäre ich bei meinem Vater in der Autowerkstatt mit angestellt und hätte da ein bisschen mit rumgeschraubt. Da hatte ich auch in den jungen Jahren schon Spaß dran, am Roller rumzuwerkeln. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich dort gelandet. Für welche Sportarten außer dem Fußball interessierst du dich noch? Eigentlich so großer folge ich nur Fußball. Was ich noch ganz cool finde, ist Eishockey. Da war ich auch schon ein paar Mal im Stadion. Finde die Stimmung da auch cool. Und da schaue ich mir mal gerne ein paar Spiele an. Welche Bedeutung hat für dich deine Rückennummer 36? Ja, keine allzu große Bedeutung. Es war meine erste Profi-Trikotnummer, die ich auch bei Schalke hatte. Und von daher hat sie mir dort schon Glück gebracht und ich hoffe hier weiterhin auch. Welcher Trainer hat dich in deiner Karriere am meisten geprägt? Da würde ich ganz klar Norbert Elgert sagen, in der U19 von Schalke. Konnte mir viel mit auf den Weg bringen. Da habe ich dann auch meinen Schritt zum Profibereich gemacht und da werde ich auch für immer dankbar für sein und wir bleiben auch immer im Kontakt. Wir kommen etwas zum Persönlichen. Was kommt auf den Tisch, wenn Felix Platte kocht? Oh, nicht viel, glaube ich. Also ein Teller auf jeden Fall schon mal. Was drauf ist, da muss ich sagen, da muss ich, glaube ich, wahrscheinlich passen, ob ich irgendein gutes Gericht kann. Pfannkuchen kann ich vielleicht so ein bisschen, weil ich da das Rezept von meiner Mutter ein bisschen benutze. Und würde ich das sagen. Ist auch einfach gemacht, von daher passt das. Und welche Songs laufen aktuell in deiner Playlist auf und ab? Eigentlich auch Querbeat, Hip-Hop, Rap, ob es jetzt mal Dance-Musik ist oder sowas in der Richtung. Eigentlich alles. Also ich habe da jetzt keinen Favoriten. Wir stehen kurz vor der Sommerpause. Wenn es bei dir in den Urlaub geht, eher Städtetrip oder Strandurlaub? Da bin ich eigentlich eher immer für Strandurlaub. Also deswegen jetzt für die Sommerpause war auch Kroatien gebucht, da war ich noch nicht und freue ich mich auch schon drauf. Damit sind wir schon bei der letzten Frage. Du hast deinen Vertrag in Paderborn bis 2025 verlängert. Welche Ziele hast du mit dem FCP 07? Ja, sehr viele Ziele. Macht immens Spaß natürlich mit der Mannschaft. Auch diese Saison hat es sehr Spaß gemacht und von daher hoffe ich, dass wir nächste Saison da anknüpfen können und dass wir so viele Siege wie möglich holen. Dann vielleicht auch mal ein paar mehr Heimsiege für die Fans auch und von daher hoffe ich auf den maximalen Erfolg. Danke dir, Felix. Sehr gerne.